Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Jüdischen Museum Wien, leider noch immer oder schon wieder virtuell. Ich stehe hier vor einer neu eingerichteten Vitrine. Diese Vitrine zeigt uns den Hasen mit den Bernsteinaugen. Es ist ein ganz spezielles Objekt für uns. Dieser Hase mit den Bernsteinaugen ist eines von vielen Netsuke. Das sind japanische Figürchen, die als Kimono-Knöpfe verwendet wurden. Und dieser Hase mit den Bernsteinaugen ist mittlerweile weltberühmt. Er ziert das Cover des Buches, des gleichnamigen Buches von Edmond de Waal, der Hase mit den Bernsteinaugen, in dem Edmond de Waal die Geschichte seiner Familie, der Familie Efrussi, erzählt. Die Familie Efrussi, die aus Odessa stammte und von Odessa aus ihren Weg durch Europa in die ganze Welt angetreten ist, freiwillig, aber auch unfreiwillig. Denn 1938 musste die Familie flüchten, lebt heute in der ganzen Welt verstreut und es ist uns gelungen, anlässlich unserer Ausstellung über die Familie Efrussi die Familie nach Wien einzuladen. Und es war sehr emotional, dieses Erlebnis, dass die Familie zum ersten Mal hier in Wien zusammengetroffen ist. Wir haben hier auch ein paar Fotos in dieser Vitrine ausgestellt. Es haben sich einige Familienmitglieder hier in Wien zum ersten Mal getroffen. Wir sehen hier auch, als Edmond de Waal uns den Hasen gebracht hat, gemeinsam mit vielen anderen Netzke aus dieser Sammlung von Charles Efrussi. Wir sehen einen Empfang beim Wiener Bürgermeister, wo Victor de Waal und seine Frau und auch Edmond de Waal beim Bürgermeister zu Gast sein durften. Und wir erzählen hier auch die Geschichte des Archivs der Familie Efrussi. Die Familie Efrussi konnte auf der Flucht nur einen Koffer mitnehmen und in diesem Koffer waren Archivalien, Dokumente, viele Briefe, viel Persönliches. Und diese Gegenstände, diese Archivalien haben wir jetzt hier bei uns im Museum als Schenkung von der Familie de Waal Efrussi erhalten. Und wir sind extrem glücklich darüber, denn daraus konnten wir eine Ausstellung erstellen, die heuer auch im Herbst in New York zu sehen sein wird im Jüdischen Museum. Ich freue mich sehr, wenn Sie bald zu uns kommen können, den Hasen selbst betrachten können und ich wünsche Ihnen inzwischen alles Gute und bitte bleiben Sie gesund.